Hallo, ich bin Ann-Kathrin Lindner und ich bin allen Menschen und Pferden sehr dankbar, die mich auf meinem bisherigen Weg begleitet haben und auch weiterhin begleiten werden. Hallo! Hey, schön euch zu sehen. Vielen Dank, dass wir zu euch dürfen. Hallo Fritz! Ann-Kathrin in Leingarten, alles noch ganz neu. Komm, wir bringen ihn dabei in den Stall. Erzähl uns einmal, ihr fühlt euch pudelwohl hier, glaube ich. Ja, genau. Also wir sind hier auf der Reitanlage von Jürgen Kurz und wir freuen uns sehr, dass er uns hier die Chance gegeben hat, dass wir hier einziehen dürfen und unsere Pferde hier ausbilden können. Jetzt bauen wir uns noch Paddocks, weil uns es echt sehr wichtig ist, dass die Pferde jeden Tag rauskommen. Und dann versuchen wir noch ein paar Weiden dazu zu pachten. Aber ich denke, das ergibt sich dann alles im Laufe von diesem Jahr. Ihr seid ja gerade mal 4 Wochen hier jetzt, ne? Ja, ungefähr. Richtig. Mit dem Umzug hierhin, da hast du ja auch deinem alten Leben so ein Stück weit Tschüss gesagt. Jetzt mal ganz speziell der Physiotherapie. Ja, genau. Also es war wirklich auch gar nicht so ein leichter Abschied. Also ich bin meinen Chefin für die 3 Jahre sehr dankbar. Es war wirklich eine schöne Zeit. Ich bereue keinen einzigen Tag. Aber ich freue mich natürlich jetzt auch, mich nur aufs Reiten mal zu konzentrieren. Ja, ist schon, ich denke, es ist eine gute Entscheidung. Aber wie gesagt, ich mag meinen Beruf immer noch. Da erzählen wir euch nämlich in Teil 2 noch ein bisschen mehr. Wir konzentrieren uns dieses Mal ganz auf die Pferde. Und jetzt bringen wir den Fritz erstmal in den Stall. Ann-Kathrin, da vorne steht dein Star im Stall, der Fritz. Wieso heißt er eigentlich Fritz? Ja, tatsächlich kam er so. Also der wurde im Hänger zu uns gebracht und der hatte so ein Lederhalfter auf mit einem Schriftzug vorne und da stand Fritz drauf. Das ist ja eigentlich fast gemein. Ich meine Sunfire, das klingt dann schon so ein bisschen tragender, ne? Aber es passt schon zu ihm. Er ist ja auch so ein bisschen frech. 6-jährig ist er zu dir gekommen. Wie war das? Also er hatte halt ziemlich wenig Vertrauen zum Reiter. Also es war halt irgendwie beim Aufsteigen immer ziemlich schwierig. Und dann am Anfang beim Reiten war er irgendwie halt so spannig und dann ging es halt schon mal in alle Richtungen so. Und wie hast du das geschafft, dass er dann Vertrauen hatte? Was hast du gemacht? Immer wenn es zu der Spannung kam, bin ich eigentlich immer nur vorwärts geritten, also einfach Galopp, dass es sich frei macht. Und das dann halt immer konsequent sofort, sobald das Problem auftrat, dann wurde es immer weniger und es ging dann immer schneller wieder, dass die Spannung weniger wurde. Gab es mal einen Moment, in dem du echt Schiss hattest? Ja, ich glaube am 2. Tag. Da ging es echt schnell durch die Halle. Ja, da habe ich echt gedacht, okay, jetzt tapfer sein. Aber ja, als ich dann getrabt bin, dann wusste ich, es lohnt sich tapfer zu sein. Du bist mal mit ihm in Zoltern geritten. Mhm. Da haben wir dir was mitgebracht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen das kommentieren. Da bist du eine M-Dressur mit ihm geritten. Das sieht auch noch anders aus, oder? Ja, das ist echt extrem. Aber da sieht man halt irgendwie einfach, wie groß er und schlaksig er mal war. Und das hat irgendwie so die ganze Ausbildung von ihm bis heute begleitet, dass es einfach alles aus so ein bisschen länger gebraucht hat. Und wie man sieht, da versucht er irgendwie zu traben und seine Beine gehen in alle Richtungen. Und so war das aber zu Hause auch immer. Also man hat irgendwie gemerkt, der kann richtig traben und er will richtig, aber irgendwie funktioniert es mit seinem Körper noch nicht. Bis der dann mal im Gleichgewicht war und so, das hat einfach echt, echt lang gedauert. Ihr kennt euch ja inzwischen sehr gut, seit echt schon richtig, richtig super unterwegs. Was ist die totale Stärke von Sunfire? Die Passage. Also, ich kenne eigentlich das Gefühl nicht, was andere Reiter manchmal haben, dass wenn sie hinreiten und dann so hoffen müssen. Ich kann da eigentlich immer hinreiten und egal wie ich hinreite, das funktioniert eigentlich immer. Das Reitgefühl, was ich im Finale hatte in Kronberg, hatte ich zuvor noch nie in der Prüfung. Es hat so Spaß gemacht. Also ich habe mir immer gedacht, wie die Jessie von Bruno Wendel da immer so strahlen kann in der Prüfung. Also ich kann das irgendwie nie, weil ich dann immer so konzentriert bin. Und tatsächlich in Kronberg habe ich gedacht, in der Reitdressurhalle habe ich gedacht, boah, es ist so cool und es macht so Spaß. Und irgendwie, der war so bei mir und einfach so richtig an meinen Hilfen und es hat so Spaß gemacht.
2,20 € Einzelgold. Hat dich das geschockt? Also wirklich der krasseste Moment auf der Euro war, dass ich am Abend vor der Einzelprüfung vom Sepp ein Telefonat mitbekommen habe. Und dann hat er gesagt, ja, die Anna kann es morgen schon schaffen zu gewinnen. Und da habe ich gedacht, oh nein, warum sagst du sowas? Und da habe ich nur, immer versucht, es zu verdrängen. Ich habe immer gedacht, okay, reit einfach und denk einfach gar nicht an sowas. Aber natürlich war das die ganze Zeit irgendwie, kam das immer wieder, der Satz so prägnant nach vorne. Als du dann ins Viereck eingeritten bist, dann wirkst du zumindest immer so, als ob du gar nichts anderes mitkriegst. Ist das so? Ja, also früher war das nicht so. Da habe ich immer alle Noten und so noch mitgehört von den Richtern. Und dann bin ich immer vorbeireiten. Aber immer. Und dann haben meine Eltern immer gesagt, oh, das kann jetzt nicht schon wieder dein Ernst sein, dass du schon wieder alles gehört hast. Du sollst dich doch mal konzentrieren. Hast du denn auch mal dazwischen gerufen, so nach dem Motto, ey, das ist ein bisschen wenig? Aber manchmal habe ich dann schon drüber nachgedacht beim Reiten. Aber das... Also das ist großartig, habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich schon lange nicht mehr so. Also wenn ich dann die Prüfung reite, dann bin ich tatsächlich wirklich ruhig. Also ich bin dann immer froh, wenn ich auf dem Pferd sitzen kann. Dann kamst du raus, dann kam deine Wertung, die ja definitiv nicht schlecht war. War das schon mal so der erste Moment, in dem du dachtest, tschakka? Ja, auf jeden Fall. Also allein so eine Prozentzahl zu erreichen, das muss einen ja immer überwältigen. Also es hat mich einfach überwältigt und gefreut, dass es dann an dem Tag, an so einem wichtigen Wettkampf dann auch geklappt hat. Da steht das Podium und du gehst auf die höchste Stufe. Ganz echt, weiche Knie gehabt? Oh ja, das war echt, also davor ist man ja schon noch so ruhig und man freut sich und so. Aber wenn man dann hochsteigt, das war echt, echt schon viel dann auf einmal. Und dann konnte ich mich auch nicht mehr halten. Und Raffi kam ja dann neben mich und dann hat er gesagt, Anna, du darfst, wein einfach. Und dann, ja, war es dann auch so. Du stehst da ganz da oben und dann musst du dich aber irgendwie nochmal sammeln und alles in die Waagschale werfen für die Kür. Wie geht denn das dann? Ja, das ist was ich jetzt noch lernen muss. In der Kür, da war einfach meine Konzentration nicht so, wie sie hätte sein sollen. Und ich meine, ich darf mich niemals beschweren über die Bronzemedaille, um Gottes Willen, gar nicht, will ich überhaupt nie. Aber es war einfach schon... Von dem Tag davor alles noch irgendwie so aufgewühlt und ich hätte einfach noch mehr auf dem Punkt von der Konzentration sein müssen. Da gibt es ja einen Herrn, der, ich glaube, auch einen gehörigen Anteil an deinem Erfolg hat. Das ist dein Trainer. Kalli Streng, er heißt Streng, ist das auch? Also ja, aber eigentlich muss ich sagen, mir ist also recht, ich bin total froh über einen strengen Reitlehrer. Also das hilft ja nur einem weiter und ich glaube, wir verstehen uns so gut. Ja, das ist ein cooles Team. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ganz arg froh, dass ich ihn habe. Wir machen es tatsächlich ein bisschen anders als oft anderswo. Es ist ja bekannt, dass ich mehr oder weniger aus dem Springsport komme und es hat sich bei uns jedenfalls bei mir im Laufe der Jahre, hat sich das wirklich ausgezahlt, dass man auch ein bisschen von den Springpferden, vom Springtraining in das Dressurtraining mit einbezieht. Das weiß man immer nicht, wenn man das erste Mal hinreitet, ob man das zweite Mal dann ein bisschen mehr vorwärts oder ein bisschen mehr zurück. So ist jetzt gut. Ihr trainiert jetzt 4 Jahre zusammen, Ann-Kathrin und du. Was würdest du sagen, was war die größte Herausforderung in den 4 Jahren? Es gibt ja selten so gute Reiterinnen wie sie. Das ist eigentlich, auch wir haben uns von Anfang an gut verstanden und die ist unheimlich fleißig und ehrgeizig. Ich habe nie ein Problem gehabt bis jetzt. Wenn ich sage, wir machen das, haben wir das gemacht. Wir versuchen es jedenfalls. So, lass mal. So ist gut. Ganz wenig Schenkel, ganz wenig. So ist gut. Bisschen vor. Ja, bisschen Ausdruck mehr. Mehr vor. Ja, auch in der Piaffe noch ein bisschen vor. Ist gut so, ist alles gut, 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 nicht mehr. Ja, das kannst du immer steigern. Machst ein paar Tritte mehr in der Piaffe. So ist gut. Man muss natürlich auch, ich muss noch eins zu ihr sagen, die ist nie zufrieden. Wenn ich dann zu Hause bin und telefonieren, dann, ja, heute war wieder nichts und wieder nichts und wieder nichts. Das, die ist schon sehr, sehr, sehr kritisch. Das geht ja manchmal auf den Sack. Aber dann,
Da muss ich sagen, bleib mal ruhig, bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Was macht die beiden als Paar so klasse? Auch erstmal ist es, glaube ich, optisch gut. Als Seitenbild, wenn man das so sieht, von dem Paar, die sitzt sehr gut auf dem Pferd. Die macht nicht viel falsch. Ein bisschen aufnehmen, äußerer Zügel, außen, außen. Warten, warten. So ist gut, nicht kleiner, ist gut. Okay, aufnehmen, aufnehmen, nicht so reinfahren. Ja, Beine dran halten. Ist gut. Dulce haben wir auf der Auktion in Oldenburg gekauft, in Vechta. Und das war für mich natürlich aufregend, mein erst eigenes Großpferd. Und dann haben wir sie ausprobiert und ich bin hingelaufen zu ihr und wollte aufsteigen. Und dann hat die Bereiterin zu mir gesagt, es ist wirklich nicht schlimm, wenn du nach 2 Minuten wieder absteigen willst. Du kannst wirklich jederzeit runter. Und dann habe ich noch zu ihr gesagt, so, ja, aber ich will es jetzt erstmal probieren. Und dann konnte ich mal so eine Viertelstunde mich ein bisschen so auf ihr einfinden. Sie hat eine wunderschöne Galoppade gehabt. So wie es halt manchmal ist, hat man dann so das Bauchgefühl, dass es das richtige Pferd ist. Aber in der ersten Woche hast du sie, glaube ich, auch öfter mal schneller verlassen, als du wolltest. Ja, also tatsächlich bin ich wirklich jeden Tag und hier runtergeflogen. Wirklich eigentlich immer an derselben Stelle, so offene Zirkelseite, rechte Hand, Galopp. Ja, und habe mir dann auch von ihr das Steißbein gebrochen. Aber dann bin ich trotzdem dann weitergeritten, weil man darf ja dann nicht aufhören, wenn man runtergeflogen ist. Muss man ja direkt wieder draußen sitzen, weiterreiten. Hat das nicht wehgetan, wie verrückt? Ist jetzt halt so. Ja, genau. Also auf dem Stuhl sitzen war schlimmer als auf dem Sattel. Was war denn dein größter Erfolg mit ihr? Ja, also der Sieg in der Schleierhalle im Invest Cup, das war schon echt nochmal so mit einem eigenen Pferd dann auch mal die Serie zu gewinnen, dann in der Schleierhalle vor heimischem Publikum. Ja, es ist schon schön gewesen. Sie ist ja, wie ich mir habe sagen lassen, exzellentes Lehrpferd für deinen Lebensgefährten. Ja, genau. Also der Moritz, der reitet sie so seit 2 Jahren mit. Und er hat sie tatsächlich auch am Wochenende vor der Schleierhalle geritten, weil die Dulci und der Moritz sind einfach beste Freunde. Und die hat immer total gute Laune, wenn er da ist und wenn er sie reitet. Weil dann kann sie halt auch so ein bisschen machen, wie sie denkt. Und Moritz macht dann so das, was Dulci ja macht. Und dann weiß man halt aber, dass sie auf jeden Fall gut gelernt aufs Turnier fährt. Und so haben wir das dann eigentlich seitdem auch immer gemacht. Ja, und jetzt reitet Moritz immer am Wochenende. Ann-Kathrin, vielen, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Moritz, vielen Dank auch an dich natürlich. Wir sagen schon mal Tschüss an dieser Stelle. Und beim nächsten Mal, da lernen wir dann auch den Bruder kennen von Ann-Kathrin, den Pascal. Und ich kann nur sagen, der macht wirklich jeden Spaß mit und wir hatten ganz viel Spaß. Also auf jeden Fall bis zum Teil 2. Tschüss!